Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungsshow bei Power TV. Ja, wir heißen Sie ganz recht herzlich willkommen zu unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Und da warten heute wieder Produkte, ich kann Ihnen versprechen, die kosten alle nur 5 Euro. So ein Zufall, so eine Überraschung. Ja, das ist eine absolute Überraschungsshow. Auch für uns, denn der Preisalarm kann jederzeit zuschlagen. Sie wissen, wenn die rote Lampe leuchtet, dann kann es sein, dass die Produkte sogar noch weniger als 5 Euro kosten. Das ist schon wirklich irre, was hier abgeht, oder Ralf? Ja, absolut. Und vor allem, diese Produkte sind jetzt, während der Sendung und nach der Sendung, überall für mehr Geld zu haben. Selbst bei uns bei Pearl.de, das werden wir Ihnen jetzt auch im Laufe der Sendung ein paar Mal zeigen, kosten die ja teilweise 10, 15, 20 Euro. Und wir sind schon mal gespannt, was als erstes heute auf uns zukommt, aber es ist schon gerichtet und ich hole es jetzt einfach mal nach vorne und wir schauen, oh warte mal, das passt zu meinem Hemd, das nehme ich. So. Und jetzt gucken wir, was reinkommt. Ja. Achtung. So, mal schauen. Weißt du, was das ist? Aber wieso nimmst du mir das weg? Das darfst du auch haben. Ich kann das doch gleichermaßen gebrauchen. Weißt du, was das ist? Das ist, ja, das steht ja bei mir, ein RFID-Schutzhüllenblocker, also ein Blocker für den neuen deutschen Reisepass. Es gibt da ja Schlingel, ne? Die können Daten auslesen im Vorbeigehen. Du, und ich habe jetzt immer gedacht, das wäre technisch unglaublich auffällig. Mhm. Das war meine laienhafte Meinung. Ja? Also erstens mal, hier haben wir jetzt Karton und der ist beschichtet. Und dadurch gehen keine elektromagnetischen Wellen. Und das ist eben das RFID, heißt, jetzt muss ich überlegen, Moment. Radio Frequency Identifizierung. Ja. Auf Deutsch elektromagnetische Wellen. Und jetzt hat mir aber heute ein Kollege hier bei uns im Studio live gezeigt, was passiert mit einem Reisepass oder anderen Daten, wenn er nur eine App seines Handys in die Nähe bringt. Dann, das geht in Bruchteilen von Sekunden. Der ist so am Gerät vorbei, also mit seinem Handy, so auf 10 Zentimeter, ohne dass ich irgendwas gespürt habe. Und flupp, waren die Daten auf seinem Handy. Das ist doch irre, und oder? Das ist also unglaublich in Deutschland leider auch immer mehr im Kommen, weil die App ist kostenlos, man braucht überhaupt keine technische Ahnung und schon hat man alle Daten ausgelesen. Hier kann ich jetzt meinen Personalausweis, nee, nicht Personalausweis, Reisepass. Und das ist auch was ganz Interessantes, Identitätsklau. Das kommt immer mehr. In Amerika ein Riesenproblem, bei uns langsam auch im Kommen, weil in den neuen Reisepässen ist überall, wie auf dem Personalausweis, dieser Chip drauf. Ja. Ja? Und da sind alle Daten. Und jetzt kann ich ganz einfach im Vorbeigehen das auslesen. Hier haben wir 10 von diesen RFID-Schutzhüllen für den deutschen Reisepass. Also damit kann ich meine ganze Familie versorgen. Was kostet sowas normal? 9,90 Euro. Ja, im 10er-Pack. Und wir haben es heute für 5 Euro. Und das ist so wichtig, liebe Zuschauer. Schützen Sie sich vor diesen Datenklauen. Du hast es gesagt, wie einfach das heutzutage ist. Weißt du, früher, da hat man immer noch in der Handtasche ganz schweißgebadet geschaut. Oh, ist mein Reisepass noch da? Oh, ist mein Geldbeutel noch da? Ne? Oder ihr Männer in der Hosentasche hinten. Heute funktioniert das Ganze berührungslos, ja? Da muss man nicht mal mehr das Portemonnaie klauen oder den Reisepass klauen. Das geht einfach im Vorbeigehen, berührungslos. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist unglaublich, was die Technik mittlerweile macht. Und ich muss dir ehrlich sagen, am meisten hat mich schockiert, dass du so eine Technologie, wie gesagt, bin davon ausgegangen, da muss man sich irgendein Gerät bauen und Ahnung haben. Nein, kostenlose App auf Smartphone, mit modernen Smartphone, einfach so entlang schlittern. Das heißt, zum Beispiel auch in der Warteschlange im McDonald's, sage ich jetzt mal, in einem Schnellrestaurant, Entschuldigung. Da steht einer hinter Ihnen, er berührt Sie nicht mal und hat alle Daten ausgelesen. Und genau gegen sowas können Sie sich nur mit solchen Schutzhüllen hier eben jetzt für den Reisepass schützen. Und dann kann nichts passieren, weil hier gehen diese elektromagnetischen Wellen gar nicht durch. Das heißt, hier kann ich draufgehen, wie ich will. Ich habe keine Chance. Ja, und 10 Stück, also wirklich für die ganze Familie. Da können Sie alle mit ausstatten. Und ich finde, wenn das so einfach ist, dann sollte man die 5 Euro jetzt unbedingt in die Hand nehmen, ja, und anrufen und bestellen. Also überleg mal, was passiert, wenn die deine ganzen Daten haben. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Deswegen lieber einmalig kleines Geld investieren. 5 Euro, das sollte es Ihnen wert sein. 10 Stück mit der NX9276 und der 569. Da jetzt ganz schnell zuschlagen. Die werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Also das weiß ich jetzt schon. Ja, also gerade wenn man jetzt noch Urlaub plant dieses Jahr, wo man Reisepass braucht, also Übersee sowieso, klar. Es gibt sehr, sehr viele Länder, alles eigentlich außerhalb Europas, brauchst du einen Reisepass heutzutage. Und da sollte ich
jetzt einfach meinen Reisepass da reinmachen. Der wird auch noch geschützt. Das heißt also auch vor Verschmutzungen geschützt. Genau. Das ist ja auch noch ein netter Nebeneffekt. Und eben diese illegalen Zugriffe, die passieren nicht mehr. So, jetzt gucken wir, was als nächstes auf uns wartet. In der 5-Euro-Überraschungsshow unseren Reisepass haben wir jetzt mal geschützt. Cool. Und wir haben Rosenstein und Söhne, ein 16-teiliges Frischhaltedosen-Set. Und ich glaube, wir haben es sogar zweimal in der Sendung, also 16-teilig. Das ist ja und noch Wahnsinn. Mehr Dosen. Also wir haben jeweils zwei Sets. Du, die kannst du jetzt mal übereinander stapeln, da sieht man mal, wie toll man... Hier, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt dachte ich, das ist eine Dose. Guck mal, Anne-Kathrin, schau mal. Ich dachte, das wäre eine Frischhaltedose. Jetzt mache ich die auf, jetzt sind da noch drei andere drin. Das ist ja unglaublich. Insgesamt 8 Dosen mit den Deckeln. Wir haben die quadratisch, wir haben sie rechteckig, wir haben sie rund in allen Größen. Und das ist ja toll. Vor allem, was mir gleich auffällt, siehst du dieses Lüftungsventil? Ja. Das heißt, du kannst hier auch die überflüssige Luft rausmachen. Einfach zumachen. Richtig. Ja, und damit bleiben die Lebensmittel länger haltbar, weil dadurch nimmst du ja auch ein bisschen Sauerstoff raus. Ja? Richtig, so. Und damit bleiben die wirklich länger haltbar. Wahnsinn. Sie wissen ja, Sauerstoff führt dazu, dass die Lebensmittel schneller verschimmeln und schlecht werden. Das kann mir hier nicht passieren. Schauen Sie mal, 8 dieser Dosen kommen zu Ihnen nach Hause. Und meistens, wenn man so ein Set kauft im Supermarkt, hast du entweder nur eckig oder nur rund. Aber ich habe selten beides gesehen. Ja, und 16 Stück für 5 Euro. Das ist der Hammer. Sehen Sie, Originalpreis 29,90 Euro. 8 Dosen? Und vorhin, 8 Dosen. Ja, und 8 Dosen, 8 Deckel. Also 16-teilig. Und vorhin habe ich es gesagt, achten Sie mal auf unseren Katalogpreis. Wenn Sie jetzt auf pearl.de genau diesen Artikel, dieses 16-teilige Set bestellen würden, würden Sie 16,90 Euro bezahlen. Und nur jetzt und in begrenztem Kontingent haben wir diese 8 Dosen mit ihren 8 Deckeln, also 16-teilige Set für 5 Euro. Das ist phänomenal. 16,90 Euro, da sehen Sie es, genau das ist jetzt live von pearl.de, von Wahnsinn. Der Seite. Und das wird übrigens spätestens zwei Stunden nach der Sendung wieder überall so sein. Und deshalb, hier haben wir auch noch einen schönen Kundenbeitrag und den lese ich Ihnen mal vor. Das war Katrin D. aus Roth. Die frische Boxen sind total handlich, tropfsicher und man kann alles darin verstauen. Obst, Gemüse, Reste vom Essen aller Art. Ich würde keine anderen mehr nehmen. Hitze und Frost halten sie aus und in tollen Größen verfügbar. Das Ganze top. Wir haben es auch gerade gesehen. Mikrowellen geeignet, Spülmaschinen geeignet. DPA-frei, das ist für mich auch wichtig. Das ist ja Kunststoff, aber dann muss er weichmacherfrei sein. Sie wissen, dieses DPA, krebserregend, das ist hier nicht drin. Das ist toll. Gefrier geeignet, mikrowellenfest, Spülmaschinen geeignet. Was will ich mehr? Ja, was will ich mehr? Und dann auch noch in rund und in eckig. Also gerade wenn man mal so ein Stückchen Käse hat, ne? Camembert, so ein schönes Stückchen, so einen runden Käse, den man da so kauft, kannst du den hier schön rein. Der so kräftig riecht, wenn ich ihn offen im Kühlschrank habe. Genau, je mehr ein Käse riecht bzw. stinkt, desto besser schmeckt der ja bekanntlich. Da kann ich das schön aufbewahren, das ist ideal. Ich meine, hier ist ja für alles was dabei. Für den Aufschnitt, Käse, Wurst, dann natürlich auch mal eine Suppe. Ja, auch fürs Gefrierfach geeignet. Gerade die ganz flachen Dosen, da kann man auch mal schön die Kräuter, die man im Garten hat, schon mal vorhacken und dann eingefrieren für den Winter. Da ist ja für alle, wirklich für jeden was dabei, auch für die Kiddies und mal was, um es in die Schule mitzugeben. Alles ist hier perfekt. Und was mich jetzt so begeistert ist, eben die brauchst du ja nicht immer. Aber wenn du sie brauchst, dann hast du jetzt nicht den ganzen Schrank voll. Weil schauen Sie jetzt nochmal hier, die passen alle wunderbar ineinander. Mhm. Das heißt, hier habe ich jetzt schon 8 dieser 16 Teile, also 4 rechteckige Dosen mit ihren Deckeln. Du hast ganz, ganz wenig Platzaufwand. Wenn du sie dann alle voll hast, sind sie auch im Kühlschrank stapelbar. Das ist für mich auch wichtig. Normalerweise hat man so viel Platz, dann hat man eine Dose drin, kann nichts drauf stapeln, ist der ganze Platz verschenkt. Hier eben nicht. Also eine tolle Sache. Und jetzt auch noch der Preis. Das ist für mich gar nicht also verständlich, wie das gehen kann. Ja, also weißt du, jetzt rechne nur mal pro Teil 50 Cent, dann wärst du schon bei 8 Euro. Ja? Überlegen Sie mal, im Supermarkt kostet eine einzige Dose, die man hier an allen Seiten schließen kann, ne? Den Namen dürfen wir jetzt nicht sagen, kostet da schon 5 Euro. Eine Dose. Ja. Wir haben jetzt 8 dieser Dosen in eckig und sogar in rund. Alle ineinander stapelbar. Dann natürlich auch hier mit der Möglichkeit, das Ganze einzuvakuumieren. Ich mach's nochmal. Achtung, Luft rauslassen, Deckel zu. So, und jetzt, Achtung. Haben Sie es zischen gehört? Ja.
hat man also gehört. Also das ist noch eine Zusatzoption, die du normalerweise teuer bezahlen musst, wenn du das extra an diesen Dosen willst. Also ja, unschlagbar. Das ist eigentlich nicht möglich, hier so ein Dosenset zu solchem Preis zu verkaufen. Und das geht eben nur bei uns. In der 5-Euro-Überraschungsshow, ich sag Ihnen nochmal die Bestellnummer, die NX9169 und die 569. Und der Preis, ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist irre. 5 Euro. Wahnsinn. Kann das sein, dass wir da drauf zahlen bei der bei vielen Artikeln habe ich den Eindruck, den kannst du nicht mal so günstig einkaufen. Das ist eigentlich unmöglich. Schauen wir mal. Was haben wir als nächstes? Rot. Rot ist die Liebe. Nee, es geht nicht um die Liebe. Es geht um irgendein Smartphone-Zubehör. Und zwar ein Kabel. Aber jetzt musst du mir sagen, was da das Besondere ist. Kfz-Finder Micro-USB-Kabel mit Bluetooth-Standortmarkierung per App. Also Micro-USB-Kabel mit Bluetooth, das heißt Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC. Und dann hast du noch die Möglichkeit einer kostenlosen App für Android. Speichert den Fahrzeugstandort beim Abstellen des Fahrzeugs. So. Weißt du, wie das funktioniert? Ist eigentlich eine geniale Technik und für viele noch unbekannt. Man ist angenommen, Sie sind in einer Großstadt und stellen Ihr Auto irgendwo ab. Aha. Und später suchen Sie es dann und finden es nicht mehr. Das Gleiche kann sein auf großen Parkplätzen. Dem kann ich jetzt entgegentreten, indem ich dieses Ladekabel benutze. Mhm. Das stecke ich jetzt, du hast ja ein Netzteil im 12 Volt, ganz normal im Zigarettenanzünder. Und das steckst du jetzt rein. Hier, lädst ganz normal dein Handy, hast die kostenlose App drauf und sobald du jetzt den Motor ausmachst, beziehungsweise, Entschuldigung, die Zündung ausmachst, ja, geht natürlich auch der Strom weg von diesem Ladekabel. Und dann gibt es hier einen Impuls, das heißt, der merkt sich die letzte Station, wo du warst, also ortet dich. Und das wird übertragen per Bluetooth auf dein Handy. Und jetzt wirst du, egal wo du bist, den letzten Funken, der war, hier orten können, also die letzte Energieversorgung dieses Geräts. Und damit kannst du dich auf den Meter genau orten und wirst egal wo über dein Smartphone dein Auto wiederfinden. Aber das ist uns bestimmt schon einmal so gegangen, oder? Hand aufs Herz, muss ich jetzt auch nicht peinlich sein, dass man sein Auto abgestellt hat, man war einkaufen oder irgendwelche anderen Sachen erledigen und man hat sein Auto nicht wiedergefunden. Klar, Parkplätze, Straßen, sieht ja auch alles mittlerweile gleich aus, auch im Parkhaus sieht ja alles gleich aus, ja. Und dann kann das schon mal passieren, dass man sein Auto nicht wiederfindet. Und jetzt werden Sie mit Ihrem Smartphone und der passenden App einfach zu Ihrem Auto geführt. Das ist ja praktisch. Mir ist das mal passiert vor vielen Jahren. Und zwar bei unserem Freizeitpark, dem Europapark, der hat mittlerweile über 100 Parkreihen. Ja? Mhm. Und da parken ja Tausende von Autos jeden Tag. Und ich habe mir damals die Parkreihe nicht gemerkt. Ja? Mhm. Und habe dann stundenlang ist übertrieben, aber mit Sicherheit 30 Minuten habe ich mein Auto gesucht. Und seitdem merke ich mir immer die Parkreihe. Aber was ist es, wenn du in irgendeiner Großstadt bist, da gibt es keine Parkreihen oder ähnliches. Hier vor allem hast du dann einen Navigator, der dich durch die ganzen Straßen durchführt und dir genau sagt, wo auf dem Meter genau dein Auto steht. Weil, nochmal, also bei älteren Autos, muss ich jetzt nochmal sagen, könnte es nicht funktionieren, weil ganz alte Autos haben den Zigarettenanzünder unabhängig von der Zündung betrieben. Allen neuen geht der Zigarettenanzünder nicht, wenn die Zündung aus ist. Und das ist hier Voraussetzung. Das hast du am Netzteil reinstecken. Und sobald jetzt kein Strom mehr kommt, kriegt das einen Impuls, merkt sich diese Stelle, überträgt sie auf dein Handy und so einfach kann es sein, dann sein Fahrzeug wieder zu finden. Also das ist unglaublich einfach. Geht natürlich auch im LKW oder im Wohnmobil, wenn ich dort das Netzteil schon drin habe, dann stecke ich das genauso da rein. Ja. Nächstes Mal im Parkhaus passiert, also wenn du dann fertig bist mit Einkaufen, Ähnlichen, dann geht man ja unten an den Automat und bezahlt. So. Mhm. Dann, ab diesem Zeitpunkt, wo man bezahlt hat, gilt das ja, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mein Auto ewig gesucht, sodass ich danach nochmal draufzahlen durfte. Nur weil ich so lange mein Auto gesucht habe. Irre, oder? Klar. Deshalb auch immer das Parkdeck merken. Weil übrigens, hier hättest du jetzt im Parkdeck unter Umständen Probleme, weil oftmals, je nachdem wie tief es ist, hast du gar kein Handy empfangen. Und vor allem, das zeigt dir den Ort an, aber nicht die Höhe. Ja? Also Parkhaus könnte es, aber überall anders funktioniert es zu 100%, ganz sicher. Aber im Parkhaus und auf nummerierten Parkplätzen immer die Nummer merken. Ja? Aber hier jetzt in freien Flächen irgendwo oder in der Stadt,
perfekt, dieses Teil. Und wir hatten sowas schon mal als Netzteil, das ist auch super. Aber ich muss ja kein neues Netzteil kaufen, wenn ich jetzt, wenn ich schon eins habe, das funktioniert. Hier genau. Einfach das Ladekabel und normale Ladekabel kosten schon um die 5 Euro. Hier haben wir das noch mit der Standortmarkierung über die App. Das Ganze für statt 19,90 Euro für gerade mal 5 Euro. Tja, ZX2511 und die 569. Und damit hat die lästige Sucherei, Mensch, wo ist mein Auto, jetzt endlich mal ein Ende. Ja, aber es muss, also das ist einfach so. Das passiert ab und zu, man muss dann auch nicht peinlich sein. Ja, alles sieht ja mittlerweile gleich aus. Und gerade wenn man vielleicht öfters mal irgendwo in einer fremden Stadt parkt, also es gibt ja so viele Sachen, auf die man dann achten muss. Und Parkverbot und das Verbot. Und ja, da ist es klar, bei diesem ganzen Salat von Schildern, ja, dass man dann vielleicht auch mal vergisst, Mensch, wo habe ich jetzt mein Auto geparkt, ist ganz normal. Wollen wir weitermachen? Ja, gerne, gerne. Was magst du? Ja. Du, okay, ja, du nimmst das Große, es sei dir gegönnt und ich schaue jetzt einfach mal hier rein. Wir haben, das ist ideal so, wir haben eine Solar, ein Solarlampionschlauch mit 16 LEDs. Da muss er ziemlich groß sein. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wie kommt da noch? Das ist ja sensationell. Wie groß ist er? Muss ich gleich mal schauen. Das ist, wiegen tut es gar nichts, 135 Gramm. Ist übrigens auch spritzwassergeschützt, IP44, kann also auch draußen verwendet werden. Zusammengefaltet hat es gerade mal 3 cm und auseinandergefaltet. Jetzt habe ich es endlich gefunden, 82 cm. Das ist irgendwo hinhängen. Und oben, ja. Anna-Kathrin, wenn wir oben mal drauf schauen, das ist ein Solarpanel. Das heißt, ich brauche nicht mal eine Steckdose. 16 LEDs drin und wahrscheinlich noch ein Dämmerungssensor. Müssen wir mal gucken. Und ja, natürlich, Dämmerungssensor. Das heißt, es leuchtet automatisch, wenn es dunkel wird. Und dann haben Sie eine schöne Lampionbeleuchtung mit 16 LEDs auf fast einem Meter. Da müsste unten drin noch ein Anschalter sein. Die kannst du immer auch separat ein- und ausschalten. Guck mal, schalt mal auf ein. Oh, ja. Und wenn es dann heute schon Sonnenlicht gekriegt hat, ja, siehst du, schon brennt. Warte, ich mach das mal hier raus. Das sind die kleinen Lichterchen. Jetzt dunkel ich mal unsere Solarzelle ab. So, und jetzt haben wir dieses kleine, warmweiße Licht. Und das jetzt in dem Schlauch drin, wirkt natürlich für eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Oh, wenn man da so einen schönen Baum auch irgendwo hat, ja, wo man das im Garten dekorieren kann oder irgendwo auf der Terrasse, auf dem Balkon. Das sieht wirklich wunderschön aus. Und Sie müssen ja keine Batterien wechseln, Sie müssen keine Kabel verlegen, denn tada, wir haben ja hier die schöne Solarzelle. Ich finde das klasse. Und jetzt habe ich gerade gesagt, warmweiß. War natürlich falsch, das ist kaltweiß. Aber durch diesen Schlauch wirkt es jetzt so unglaublich warm und wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Einfach irgendwo hinhängen. Das muss übrigens nicht in die pralle Sonne gehängt werden. Nein, auch Schatten reicht. Das muss einfach Tageslicht abbekommen. Und dann haben Sie hier einen 82 cm beleuchteten Schlauch, kann man hier ruhig sagen. Mit insgesamt 16 LEDs. Passt überall hin. Wo hängst du das jetzt hin? An ich hänge das mal hinter, an die Hecke. An die Hecke, Entschuldigung. An die kleine Hecke hier. An die Palme. Aber auch in der Pergola könnte ich mir das vorstellen. Oder ja, eben irgendwo am Balkon, an der Begrenzung. Aber auch hier in unserer Palme. Ich habe es mal gemütlich gemacht, Ralf. Ja, siehst du. Jetzt bei Nacht ist das ein unglaublicher Effekt. Ja. Also ich finde es klasse, dass man sowas machen kann. Ich weiß nicht, ob ich. Ich habe keine Palme. Also ich würde es nicht an eine Palme hängen, aber bei mir auf dem Balkon an so einen Haken. Ich habe jetzt hier keine Pergola gefunden, spontan. Konnten wir schnell eine bauen. Aber Sie haben sicher den richtigen Ort, wo Sie es hinhängen können. Balkon, Terrasse, irgendwo im Garten, ganz, ganz egal. Keinerlei Folgekosten, müssen wir auch noch mal sagen, weil die Energie, die kommt ja vom Tageslicht und wird gesammelt. Und spritzwassergeschützt ist richtig. Es auch noch. IP44, genau. Das heißt, da kann es auch mal regnen, macht überhaupt nichts. Es wird einfach nur nass. Beim nächsten Sonnenschein lädt sich es wieder auf. Tja, 5 Euro gerne auch mehrfach zugreifen. Das ist wirklich eine tolle Dekoration für gemütliche Stunden am Abend oder den Geburtstag oder andere Festlichkeiten oder zu einer Grillparty. Passt eigentlich überall hin. NC 5864 und die 569 für unser Solar-Lampion-Schlauch mit 16 LEDs. Dämmerungssensor und natürlich Spritzwasser geschützt für den Außenbereich. Also, und es geht automatisch bei Dunkelheit an. Toll. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, ebenso. Beleuchtungselemente, die wirken immer ein kleines. Weißt du, mit Kleinigkeiten kannst du ganz, ganz große Effekte erzielen. Ja. Und das ist so eine Kleinigkeit. Sehen Sie, guck mal, zusammengefaltet, 3 cm hoch. Wow, 5 Euro. Da kann ich nichts falsch machen. Und jetzt machen wir auch nichts falsch, wenn wir den Buzzer wieder drücken. Und hier ist Diana mit
unserem nächsten Produkt. Dankeschön. Und wir schauen, was als nächstes kommt. Ich spiegel schon mal, bevor ich auf den Zettel schaue. Sieht aus wie eine Seife. Sieht aus wie eine. Aber eine Seife ohne Schaum. Gucken wir mal. Das ist eine Edelstahlseife mit Ablagen. Jetzt muss ich schauen. Also eine Edelstahlseife ist besonders gut, um unangenehme Gerüche an Händen zu beseitigen. Zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Fisch, Käse, Essig, Benzin und vieles mehr. Denn die mikrostrukturierte Oberfläche, durch das haben wir eine deutlich effektivere Wirkung als durch herkömmliche Seife. Und das Ganze ist katalytische Wirkweise, also Oxidation in wasserlöslich und nicht gasförmige Substanzen. Also, und hier, das ist ja klasse. Hier Kundenbeitrag von Lolita aus Flöha. Es funktioniert tatsächlich, anhaftende Gerüche werden neutralisiert. Das heißt, wenn ich jetzt Knoblauch geschnippelt habe? Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen. Ich habe mir, Preisalarm. Preisalarm. Das ist also jetzt auch dieser Artikel für 2,50 Euro. Wow. Also das kann in jeder Sendung passieren, Anne-Kathrin hat es vorhin gesagt. Aber ich muss jetzt gerade an gestern Abend denken. Ich habe mir gestern Abend einen wunderschönen frischen Salat gemacht und habe da eine richtig frische, und die war richtig scharf, eine Zwiebel geschnitten. Ja? Ja, zu Tränen in den Augen, das ist ja kein Problem, das geht ja schnell weg. Aber den ganzen Abend hatte ich diesen Zwiebelgeruch an den Händen. Und ich habe dann extra normale Flüssigseife, habe mir die Hände mehrfach gewaschen. Es war immer noch zu riechen. Hiermit ist das eben weg. Und das ist das Sensationelle hier mit dieser Edelstahlseife. Wiegt gerade mal 46 Gramm. Ich glaube, das stört niemand. Sieht auch toll aus. Ja, und wenn das jetzt auch noch so funktioniert, dann ist es wirklich toll. Und die Gerüche sind dann eben weg. Was kostet sowas normal? Hier sehen wir es. Unverbindliche Preisempfehlung. 13 Euro. Ja. 12,90 Euro. Oh, hier, guck mal, aus Magdeburg. Hatte ich schon länger im Fokus. Danke. Ja, jetzt wird er sich zweimal bedanken, wenn er es auch noch für 2,50 Euro bekommt. Du, ich finde das super. Also, das kennt man, wenn man wirklich so Gerüche an den Fingern hatte. Oder ich esse ja kein Fleisch, aber ich bereite es dann eben immer für meinen Freund zu. Und ich habe das Gefühl, diesen Geruch habe ich noch ewig an der Hand, obwohl ich meine Hände schon wirklich 20 Mal gewaschen habe. Es gibt einfach so Gerüche. Es schmeckt gut, Knoblauch, ja, oder auch mal Fisch, aber das kriegst du ewig nicht von den Händen. Oder so ein harzer Käse, so ein ganz stark riechender Käse, das ist auch hier, ewig an den Händen. Hier stehen noch zwei Sätze, die ich ganz, ganz interessant finde, nämlich erstens mal Spülmaschinen geeignet und bruchfest. Also, wenn es mal zu schmutzig ist von deinem Schmutz an der Hand, kann ich es in die Spülmaschine werfen. Mhm. Und hier steht beinahe unbegrenzt wiederverwendbar. Steht jetzt nicht, was für Grenzen es gibt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was soll da Verschleiß sein, ja. Kaufst du einmal, dann hast du es eben. Und das ist umweltfreundliches Waschen ohne Chemie und Reinigungszusätze. Also und ohne Tenside. Gelangt da nicht ins Abwasser, richtig, ne? Ja, eben. Oh, das kommt auch noch dazu, klar. Mhm. Nur das, was du an der Hand hast, also bei Benzin oder Ähnlichem, weil das vorhin auch genannt war, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ich muss ja ehrlich sagen, für 2,50 Euro probiere ich das einfach mal. Ich weiß es jetzt noch nicht, wie das ist mit normalen Händewaschen, aber dass das gegen Gerüche hilft, das ist schon mal entscheidend für mich. Und du kannst ja immer noch mit zwei Seifen. Du hast eine Flüssigseife im Bad, hast das nebendran. Und wenn du jetzt denkst, riecht aber komisch, dann nimmst du halt mal die Edelstahlseife. Ja? Richtig, finde ich ganz toll. Auch gleich, ich meine, für 2,50 Euro die Edelstahlseife und natürlich hier diese kleine Ablage. Ne? Das findet man ja auch immer in den Hotels, ganz edel gemacht. Da ist dann so eine Ablage, da kommt dann die Seife hinein. Also ganz schick, ganz edel gemacht. Gern auch mal zum Verschenken. Also wenn das so neben dem Waschbecken liegt, sieht wirklich toll aus. Und es funktioniert ja auch einwandfrei, ne? Ja, das haben wir hier ja im Kundenbeitrag. Und ich muss es ja ausprobiert haben. Funktioniert tatsächlich. Anhaltende Gerüche werden neutralisiert. Und das ist ja oftmals das, was man will. Diese Gerüche nicht eben noch einen halben Tag mit sich rumschleppen, sondern nach dem Kochen, wenn man eben das Essen zubereitet, dann sollten auch die Gerüche von den Händen weg sein. Hiermit erreiche ich es dann auch noch hier heute im Preisalarm. Also für gerade mal 2,50 Euro. Auch hier maximal 5 Stück. Aber das finde ich auch schön mit unserem Preisalarm. Mhm. Ganz überraschend kommt er immer irgendwo. Das wissen selbst wir nicht. Ja, ne? Und dann sparst du noch mal so viel Geld. Jetzt überleg mal. Also für 5 Euro hätte ich es jetzt auch ausprobiert. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Einfach mal ausprobieren. Weil gerade wieder gestern war das mit den Zwiebelhänden. Und das hat mich den ganzen Abend wirklich genervt. Verstehe, und hätte ich die gestern schon zu Hause gehabt, hätte ich das Problem nicht gehabt. 2,50 Euro, kein Thema. Die werde ich investieren. Sie hoffentlich auch. Bestellnummer NC2912 und die 569. Er macht die Haut auch nicht so trocken, greift die Haut nicht an. Ne? Es gibt ja so manche Seifen, hast du das Gefühl, das trocknet so sehr die Hände aus. Also das ist hier gar kein Problem. 2,50 Euro, da ruhig mehrfach zuschlagen. Vielleicht haben sie noch ein Gäste-WC oder vielleicht direkt in der Küche aufbewahren, da wo man eben schnippelt. So.
Los geht's. Wir holen das nächste Produkt. Dankeschön. Danke. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das ist jetzt nicht schwer zu erraten. Vielleicht wollen Sie mit mir reinspickeln. Achtung, wir müssen vorsichtig sein, sonst ist es nämlich weg. Haha, Licht. Und das ist mit Sicherheit Dämmerungssensor, da bin ich sicher. Aber du wärst, ja klar, kaum habe ich es gesagt, geht schon wieder aus. Siehst du, jetzt ist es nämlich zu hell hier drin. Aber du wirst mir noch ein paar mehr Einzelheiten dazu erzählen können. Sehr gern. Das ist eine LED-Lampe mit Batteriebetrieb und eine Dimmfunktion, wie du gesagt hast, sobald es dunkel wird, ja. Eine helle SMD-LED sorgt natürlich hier für energiesparendes weißes Licht. Und dann haben wir hier diesen Touch-Sensor. Das ist auch schön. Und damit mache ich die Lampe ein bzw. aus. Stufenlose Dimmfunktion von 1 bis 50 Lumen. Einfache Montage kann ich aufhängen und dafür haben wir hinten diese kleine Halterung. Ich kann es hinstellen oder aber auch per Klettband befestigen. Jetzt habe ich gerade mal geschaut, wie die Dimmfunktion funktioniert. Aber das ist ja unglaublich einfach. Schauen Sie mal, an, aus, hier durch draufdrücken. Aber jetzt, wenn ich draufbleibe, wird es automatisch heller. Ich brauche nur draufbleiben und oder wieder dunkler, wenn ich dann draufbleibe. Ich hoffe, man sieht jetzt in den Scheinwerfern den Unterschied. Also das ist enorm. Einfach drauftippen, dann geht es an oder aus. Und jetzt dimmen, indem ich draufbleibe. Ja? Und dann stelle ich die Helligkeit ein, die ich will. Jetzt habe ich erst gedacht, wir haben das Produkt dreimal hier in der Sendung. Nein, das ist ein Dreier-Set. Ja? Und hier, wir können es irgendwo hinstellen, wenn wir wollen. Wir können es aufhängen. Und, ich weiß nicht, nee, da ist kein Klebeband, aber da kann man auch doppelseitiges Klebeband oder Klettband machst du dran. Wuff, irgendwo an die Wand hängen oder in den Schrank. Oder und aufstellen. Mit einem Knopfdruck ist es an. Das ist ja toll. Cool. Das finde ich toll. Direkt neben dem Bett. Direkt neben dem Bett, wenn Sie nachts aufwachen, müssen mal zur Toilette. Ja, da hat man so ein kleines indirektes Licht oder wie du gesagt hast, Kleiderschrank oder verwinkelte Ecken oder beim Schuhschrank oder. Und durch die Dimmfunktion, jetzt muss ich schauen, wir sehen es hier nicht, also ich lege es jetzt extra mal hin, weil ich möchte mal gucken, weißt du, wenn ich es jetzt dunkler mache, ich mache es jetzt mal ein bisschen dunkler hier vom Dimmen her und wenn ich es nächste Mal einschalte, Achtung, bleibt es jetzt bei der, ja, siehst du, die letztverwendete Helligkeit, das wollte ich wissen, wenn ich es jetzt wieder dunkler mache, dann geht es auch dunkler wieder an. Das heißt, ich kann auch vorher wieder einstellen, wie hell es wird. Man kann es dann aber jederzeit, wieder verändern. Das ist auch eine tolle Sache. Einfache Bedienung per Fingertipp. Und das ist ja auch wichtig, ich muss jetzt keinen Schalter suchen, ich kann einfach irgendwo drauf tippen hier und schon geht die Lampe an für 5 Euro, Dreier-Set. Was kostet es normal? 8,70 Euro, sehen Sie, sparen Sie auch wieder ein paar Euro hier. Und das ist wieder mal sowas, was mir total gefällt, weil man hat immer wieder dunkle Ecken oder so Notbeleuchtungen, die man mal braucht. Dann musst du hier das Kabel verlegen, ne? Ja, da musst du eben immer wieder. Das, ich sage ja, normalerweise ist Licht immer ein Riesenaufwand wegen Kabel, wegen Strom. Wo kriege ich den Strom her? Hier ist es mit Batterie betrieben und auf Sensor richtig hell. Ich glaube, das sehen Sie jetzt. Und auch wenn ich es hinstelle, tolle Sache. 50 Lumen. Wow, ist richtig hell. Also ich finde das wirklich klasse, weil es ist schnell montiert, es ist schnell angebracht. Man kann es hinstellen, anklettern. Du kannst es anbohren mit so einem kleinen Haken hier an der Rückseite. Du kannst die Helligkeit nach Wunsch dimmen. Also es ist wirklich an alles gedacht. Ja. Und es ist auch daran gedacht, dass es bezahlbar ist. 5 Euro anstatt für knapp 8 oder beziehungsweise 9 Euro. 3 Stück dieser LED-Lampen. Und es gibt ja viele LED-Lampen, die man dann auch dank Berührung ein- und ausschalten kann, aber keine, die dann auch so leicht dimmbar sind. Ne? Richtig, das ist auch übrigens bei LED-Technologie sowieso. Wollte ich gerade sagen, da streitet immer, man sich, ob es da ja dimmbar gibt was, oder nicht. Ist was Besonderes, also du verminderst die Helligkeit, ist eigentlich dimmbar, ja, aber das geht bei vielen LED-Beleuchtungen gar nicht. Ja. Hier geht es eben und normalerweise ist das auch nochmal ein Zeichen, dass es hochpreisiger ist. Sie haben vielleicht schon mal gesehen, eine Birne, eine ganz normale LED-Birne und dann ist die gleiche nochmal dimmbar, dann kostet sie gleich mal 2/3 mehr. Also da sieht man, wie hochpreisig das normalerweise ist. Deshalb überrascht mich jetzt umso mehr ein Dreierpack dieser tollen Lampen für 5 Euro. Tja, und da können Sie jetzt zuschlagen mit der NC5869 und der 569. Wenn Sie Ihre ganze Wohnung, Ihr ganzes Haus damit ausstatten wollen oder die ganze Nachbarschaft, dann gerne bis zu 5-mal zugreifen. Kann man ja auch auf jeder Etage haben. Kleines indirektes Licht kann man immer gebrauchen. Ja, und Sie müssen keine Kabel verlegen, nichts bohren, nichts schrauben, nichts hämmern. So einfach kann das gehen, wenn Sie jetzt anrufen und jetzt bestellen. Viel Spaß mit Ihren Produkten.